So, jetzt bin ich echt gespannt, was uns da unten erwartet. Ich meine, im Zweifelsfall müssen wir uns halt erstmal anderen Dingen widmen. So, was haben wir denn da? Du sein Dummkopf. In mein Reich einzudringen, Schwein, Menschlein. So. Also, das sieht genauso aus wie vorher. Wer seid ihr? Jetzt klicke ich mal durch, weil das hatten wir ja alles schon. So, mal das. Okay. Oh, das wär's doch noch hier. Oh, jetzt. Und jetzt raus. Ach, der Ausgang ist einfach versperrt. Aber diesmal waren es gar nicht so viele, oder? Eins, zwei. Ach, okay, ich bin gleich rüber gerannt. Da hinten standen nämlich noch mehr sonst immer. Gut, also, das ist keine Option. Ich glaube, die Bauern müssen noch ein bisschen warten mit ihrer Troll-Befreiung. Ich denke, ich gucke jetzt erstmal. Ich gucke jetzt erstmal zur Kaserne. Vielleicht kriegen wir dann auch ganz schnell die Teleporterrolle von da. Und dann schnell noch in die Scheune. Oh, steht noch jemand? Bus. Buzz. Das war knapp. Passt auf, wo ihr mit eurer Waffe herumwedelt, meine Liebe. Jemand könnte Anstoß nehmen und euch dieses kleine Spielzeug wegnehmen. Oh, haben wir mal wieder vergessen, hm? Guten Tag, Fremde. Was erzählt man sich denn so zur Zeit? Es sieht nach Regen aus, sagt er noch. Oh, ich habe es vermischt. Guten Tag, Fremde. Es sieht nach Regen aus. Hallo, Freund Farmer. Was erzählt man sich denn so zur Zeit? Witwe Tillbaums beste Zuchtkuh gebar neulich ein Kalb mit zwei Köpfen. Es heißt, eine verrückte Sekte namens Blankes Grinsen verzaubere unser Vieh und unsere Felder. Es sind wahrlich schlechte Zeiten, wenn solch Gesindel tun und lassen kann, was es will. Okay, der streut nur Gerüchte. Schimpft er, wenn ich da reingucke? Der guckt so. Guckt genau zu mir. Ah ja. Na, die lassen wir mal drin. Ach, der wohnt da wahrscheinlich. Doch kein Hintereingang. Wow, okay, das sieht aber auch eher aus wie Abstellkammer. Dann lassen wir das mal. Oh, der guckt aber sehr genau. Dreht sich immer mit. Gut, dann gehe ich mal unten auf die Straße. Oh, mag noch ein bisschen die Hühner gucken. Diesmal mal gleich zu. Zuck. Nicht, dass sie abhauen. So wie die Häsle im ersten Dorf. Oh, ich finde das so schön hier mit den... Die Hühnerstelle. Die können wahrscheinlich auch Eier holen. Oh, sogar Gold. Hey, hey. Ganz besondere Hühnchen. Oder der Bauer hat gedacht, sein letztes Hab und Gut ist da sicher. Aha. Da. Oh, das. Boah. Ach, das ist die. Das ist ja der Gasthof. Deswegen ist das so groß. Ich wollte gerade sagen, ist aber ein reicher Bauer, aber. Da gibt's ganz viele heimliche Sachen. Die ein redlicher Mensch nicht anfasst. Aber mir juckt's schon in den Fingern. Ich darf mal so gerne alles mitnehmen. Also nicht aus Diebesgründen, sondern eher so, vielleicht brauchen wir ja doch mal das noch. Maßgeschneiderter Topf. Sowas gibt's auch. Ach, kann man den irgendwie als Helm benutzen? 20% Wahrscheinlichkeit, Schaden zu absorbieren. Aber ich habe da ja vorhin auch einen Helm aufgelesen. Der hat. Rüstung 70.
Und ich? 40. Der wiegt aber natürlich auch mehr. 20. 10. Okay, so groß ist der Unterschied nicht. Geht aber schneller kaputt. Und der hier? Gewicht 10. Oh, nee, der ist auch protestlich. Also sowas ziehe ich doch nicht auf. Also bitte. Bisschen mehr Ästhetik. Oh, da gibt es viel Sachen. Was ist denn hier? Hier ist kaputt. Guck mal da durch. Da ist. Nee, da ist nichts dahinter. Nur Lagerraum. Das da? Ist auch noch irgendein Fenster. Gift. Gift. Also ich weiß schon eins. Hier esse ich nichts. Die Tür ist verschlossen. Hier esse ich bestimmt nichts. Okay. Da gibt es bestimmt noch irgendwo eine Quest dazu. Bin mir ziemlich sicher. Aber so ist das halt, wenn man zur Hintertür reingeht. Dann erfährt man auch die Sachen erst zum Schluss. Gut, dann gehe ich jetzt nicht von der Seite in die Schrankstube, sondern so, wie man es eigentlich sollte. Da komme ich nicht durch. Nee, nur da oben. Und gleich wieder zumachen. Oh, ein Huhn ist entkommen. Düdüdü. Schnell weg. Ich weiß nicht. Guck mal, da greift dann auch die armen Hühnchen auch noch an. Also ihr tut doch mit mir übereinstimmen, dass ich nicht anders kann, als diesen Wald erstmal von den Orks befreien, weil die hier einfach die Hühnchen klauen. Und das kann ich doch nicht so lassen. Also muss ich den Wald mal durchstreifen jetzt erstmal. Die Orks suchen. Oh, ein Höhleneingang. Seid ihr auch so neugierig wie ich? Ich glaube, der strotzt vor lauter Orks. Die Höhle meine ich natürlich. Aber wisst ihr, was ich mache? Ich gehe trotzdem erst in die Kneipe, weil... Vielleicht gibt es da ja irgendwie eine Quest noch, die mich da eh reinschickt. Und dann muss ich nicht zweimal reingehen. Hey, ich wollte eigentlich das Fleisch mitnehmen. So. Oh, da sind noch welche. Halt. Ein bisschen Abstand. Na? Stabil. Was ist das? Manche Sachen sind echt... Oft sind ja so Spiele, wenn man in denen irgendwas Besonderes findet, also so grafisch, oh, wieder so einer, dann ist das ja so, dass es dann immer irgendwas ist, was wichtig ist im Spiel. Aber hier scheint es echt nur so Deko zu sein. Na, wieso treffe ich denn den nicht? Und den da, den kriege ich ja eh nicht platt. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt extra so gedacht ist, dass man wirklich erst später nochmal da hinkommt und die schweren Sachen macht, weil ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, wie man jetzt, also wenn man jetzt nicht eine wirklich schon richtig gut gerüsteter Krieger ist, wie man dann die Trolle da in der Höhle schaffen soll. Weil ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass es noch irgend so eine Art Bestechungsfrage gibt oder irgendwie, dass man die noch ein bisschen verbal rumkriegt, aber da war ja jetzt nichts. Oh. Da war das ein Huhn. Nein, dich lasse ich jetzt.
gehen wir doch mal hier. Einen trinken. Oh, da kommt schon einer auf mich zugestimmt. Higgs! Was für ein wundervoller Tag, Higgs! Hey, bei eurer Fahne könnte ich darauf wetten, dass ihr ein gutes Bier empfehlen könnt, oder? Das war's dann schon. Tschüss. Ich glaube, mit dem wäre ich sowieso nicht weit gekommen. Der muss nur noch nach Hause. Oh. Ah, ich steck mal die Waffe weg, sonst schimpfen die nachher wieder mit mir. Sieht richtig aus wie im Hotel. Cool. Dann gehen sie hier wahrscheinlich die Zimmer, die da vermietet werden. Ich habe keinen Schlüssel für dieses Schloss. Gürtel. Platte. Ist eh nichts für mich. Aber hier soll ich dann mal gucken. Ich würde ja schon gern mal gucken, ob meine Dietriche. Funktionieren. Nö. Wozu habe ich die denn? Ja, okay, vielleicht ist es eine questrelevante Truhe. Das könnte natürlich auch sein. Dann kriege ich die so nicht auf. Aber ich hätte da schon gern mal Erfolg. Da liegt ein Manuskript. Oh, wieder irgendwo. Ein Baby in einer... Entweder Mutterleib, nee, oder in einem Apfel oder in einer Kugel. Keine Ahnung. Die lasse ich jetzt drin, aber da kann ich leider nicht widerstehen. Oh, ja. Und ein Buch. Lieber Monstrorum. Einmal ne, verstehe kein Wort. Also ein bisschen Runenschrift konnte ich ja mal schon allein von Ultima, aber die sieht mir jetzt ein bisschen anders aus. Oh, Entschuldigung, dass ich jetzt hier so reingeplatzt bin. Ich wusste nicht. Harriet! Och. Die labern wir jetzt mal an. Oh, die spricht schon von allein. Guten Morgen. Hallo, nett euch kennenzulernen. Wie geht es euch? Nicht so gut, aber angesichts der Umstände. Ich wünschte, ich könnte diese Gegend so bald wie möglich wieder verlassen. Ihr könnt nicht weg von hier? Ich habe den Eindruck, ihr sucht jemand oder etwas. Vielleicht kann ich helfen. Ja, ihr habt recht, ich suche jemanden. Seht, meine Familie und ich wohnten in einer Hütte in einem Dorf da drüben. Im Dorf da drüben. Dann haben die Orks alles verbrannt und geplündert. Wir mussten um unser Leben laufen und alles zurücklassen. Bis auf das, was wir am Leibe trugen. Das ist ja schrecklich. Oh ja, das war abscheulich. Ich will so bald wie möglich aufbrechen und versuchen, meine Verwandten im Farmland zu erreichen. Ein guter Plan, aber seht euch vor auf den Straßen. Dort draußen gibt es viele Schurken und Banditen. Das wissen wir, aber wir sind arme Leute. Warum sollten sie uns totschlagen, wenn sie sehen, dass sie von uns kein Geld stehlen können? Aber ehe ich aufbrechen kann, muss ich meinem Onkel Bescheid geben, dass wir gehen und wo er uns finden kann. Wo wohnt euer Onkel? Er lebt in Verdistis. Wenn ich jemanden finden könnte, der ihm diesen Brief bringen kann, reist ihr vielleicht demnächst nach Verdistis? Würdet ihr ihm unseren Brief überbringen? Och ja, mache ich doch gern. Ja, natürlich tue ich euch den Gefallen. In diesen schweren Zeiten muss einer dem anderen helfen. Wie heißt euer Onkel und wo kann ich ihn finden? Oh, seid bedankt, das ist sehr freundlich von euch. Unser Onkel heißt Afrasam. Es ist ganz einfach, ihn in Verdistis zu finden. Er ist der Wirt des Gasthauses zum Edelmann. Ich werde sofort aufbrechen, ehe mich weiteres Unglück ereilt. Habt noch einmal vielen Dank, Fremde. Ich wünsche euch viel Erfolg. Okay. Kann ich jetzt nochmal reden? Ah ja. Jetzt wollte ich mal noch gucken. Und die hat auch nur ihren Proviant dabei. Okay.
Nein, noch nicht. Bitte seht zu, dass ihr ihm diesen Brief bringt. So weiß er dann wenigstens von unserem Schicksal. Ich dachte, ihr wolltet so bald wie möglich ins Farmland aufbrechen. Ja, aber dann habe ich mich doch entschlossen, noch etwas zu bleiben. Splinter, der Inhaber dieser Taverne, hat mir eine Arbeit angeboten. Nun säubere ich alle Räume dieser Taverne. So kann ich meiner Familie wenigstens etwas Geld schicken. So, so. So, dann haben wir hier noch ein Räumchen. Schüchen. Stromsense. Ach, hier steht es jetzt dran, dass das ein deine Stabwaffe ist. Hä, was war das jetzt? Irgendwie ist hier gerade eine Schrift aufgeploppt. Ich konnte es bloß nicht lesen. Jared und ihre Familie sind Opfer des letzten Ork-Angriffs. Er hat mich gebeten, einen Brief an ihren Onkel Afrasam zu überbringen. Er ist der Wirt des Gasthauses zum Edelmann, einer wohlbekannten Taverne in Verdistis. Und da komme ich wahrscheinlich nicht ganz so schnell hin. Ich habe ja hier noch viel zu tun. Okay. Handschuhe. Ein Buch. Was, wenn es watschelt wie eine Ente und ebenso quakt, so seid auf der Hut, bestimmt sich ein teuflischer Imp verstecken tut. Und andere wahre Kurzgeschichten von Elgamon. Dieses Buch ist eine wahre Fundgrube unterhaltsamer kurzer Anekdoten. Der Autor verfügt über ein Talent, das seinesgleichen sucht. Okay, klingt ja spannend. Also das sind ja lauter so ganz so 0815 Klamotten. Die werde ich jetzt auch nicht entwenden. Gut, dann gehen wir mal in die Schankstube und schauen, was da gibt. Oh, oh, das ist ja richtig voll. Fragen wir doch erstmal den normaler Bürger. Seid gegrüßt, Fräulein. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Grüßt euch, Mitbürger. Was gibt es an Neuigkeiten? Man munkelt, der Herzog habe verlauten lassen, er sei der Göttliche. Vielleicht stimmt's, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß nur, dass uns die Götter einen Beschützer senden müssen. Je eher, desto besser. So wie die Dinge im Augenblick stehen, sehe ich meine Enkelkinder wie Barbaren aufwachsen, weil die Zivilisation untergegangen sein wird. Okay. Gut, wen haben wir da noch? Einen Tavernengast. Eine Kellnerin. Elgamon. Okay. Eine arme Bürgerin. Auch ein Tavernengast. Ich nehme mal an, dass die nicht speziell benannten wahrscheinlich sowieso nicht viel Special sagen. Oh. Da begrüßt mich schon der Wirt. Ah, willkommen im Gasthaus zum blauen Eber, werte Freundin. Wie jeder weiß, wird in meinem Haus der beste Wein ausgeschenkt. Doch wo bleiben meine Manieren? Mein Name ist Splinter und ich stehe euch zu Diensten. Splinter? Jawohl, das ist mein Name. Mir gehört der blaue Eber. Ich bin euer Gastgeber und ergebener Diener. Was erzählt man sich denn hier so die Tage? Unser alter Herzog ist tot. Er ist während einer Jagd von seinem Pferd gefallen. Sein Sohn Janos hat nun seine Nachfolge angetreten. Na, von dem haben wir ja vorhin schon gehört. Ja, dieser eine Ritter oder Soldat hat ja gemeint, da ist irgendwas nicht mit rechten Dingen zugegangen. Ich bin auf der Suche nach dem Gasthaus zum Zwergenbrot. Das Gasthaus zum Zwergenbrot? Puh, bitte, wenn ihr dieses Spülwasser von Bierkosten und die läuseverseuchten Betten probieren wollt, dann findet ihr es gen Osten. Ich hätte gern etwas, um den Staub in meiner Kehle herunterzuspülen. Mhm, also Bier, Ale. Ich wollte gerade sagen Jenever. Wein hat er auch. Naja, aber er könnte mir identifizieren, was ich aber nicht brauche. Okay. Ihr seht, wir bieten beste Ware. Gut. Jetzt frage ich mal den Elgamon. Heda, Abenteurerin.
wie schön, dass euer Weg euch zu mir geführt hat. Ich habe genau die Dinge, die ihr braucht. Seltene magische Gegenstände, mächtige Artefakte, unzählige sagenhafte Schnäppchen. Ah, oh, das ist wie Musik in meinen Ohren. Magische Artefakte. Zeigt mir schnell, was ihr anzubieten habt. Ich habe da etwas ganz Besonderes für euch. Wie wäre es mit einem magischen Teppich? Ein Teppich? Sehe ich vielleicht wie eine Hausfrau aus? Was soll ich mit einem Teppich anfangen? Ich sagte doch, magischer Teppich. Legt ihn auf den Boden, sprecht das magische Wort, das ihr auf dem Beipackzettel mit den Waschanweisungen findet, und er wird fliegen. Er kann euch an jeden beliebigen Ort tragen. Ja, das ist in der Tat nützlich. Und wie viel wollt ihr dafür haben? Für euch fast geschenkt 500 lächerliche Goldmünzen. Also, ich gehe mal davon aus, dass es eh bloß fake ist. Aber ich finde es gerade irgendwie witzig. Und 500 Goldmünzen? Die habe ich eh. Soll ich? Komm, mach mal. Einverstanden. So, und jetzt habe ich einen Teppich, ja? Tatsächlich. Fliegender Teppich, Axtmünster. Sag das magische Wort und flieg mit dem Wind. Okay, das probieren wir gleich mal aus. Vielleicht besser draußen, oder? Ich gehe mal raus. Oh, also. Dann müsste ich es aber hier hinlegen, oder? Axtmünster. Nun, ich habe den Teppich auf dem Boden ausgebreitet und das Zauberwort ausgesprochen. Aber nichts geschieht. Nichts rührt sich. Das war ja so klar. Aber er wiegt nichts, oder? Ach, wer weiß, Richie. Vielleicht kann ich ihn doch mal brauchen zu irgendwas. Oder jemand anders aufschwatzen. Man weiß ja nie. So, Tavernengast. Hallo, junge Frau. Was treibt eine nette Maid wie euch an einen solch verrufenen Ort? Hä? Hallo, Freund. Was erzählt man sich so am Tresen? Wir waren gerade dabei, Gespenstergeschichten zu erzählen. Kennt ihr die von der verwunschenen Abtei schon? Das hat mir wahre Schauer über den Rücken gejagt. All diese toten Mönche, die dazu verdammt sind, für alle Zeit dort herumzuwandeln. Sie müssen manch Böses getan haben, dass ihnen solch ein Schicksal zuteil wurde. Ja, da kriegt man halt so ein paar Gerüchte. Es wird langsam spät. Eine gute Sache, dass der Herzog das Gesetz zur Schließung aller Schenken um Mitternacht aufgehoben hat. Findet ihr nicht auch? Und was erzählt der? Mir gefallen diese Neuigkeiten gar nicht, nach denen sich die Orks im Süden zusammenrotten und auch schon wieder Überfälle in der Nähe von Aleroth verübt haben. Für mich klingt das, als ob diese Halunken die Teleportersteine benutzen, um das Land zu durchqueren. Wenn alle Völker damit anfangen, ist das das Ende jeglicher Zivilisation. Das sage ich euch. Wir könnten nie davor sicher sein, dass nicht plötzlich eine Armee aus dem Nichts auftaucht und uns in den Rücken fällt. Die Frage ist aber, ich meine, wieso können die Orks, die Teleporter, können die doch gar nicht benutzen, wenn die Schriftrollen nicht haben? Oder? Ich meine, ich muss die mühsam zusammenklauben, dass ich sie benutzen kann und die Orks nicht. Das kann ja nicht sein. Jetzt frage ich aber den Wirt nochmal. Oder die Kellnerin. Grüßt euch, ich bin leider ziemlich im Stress momentan. Sprecht doch bitte mit dem Wirt, wenn es euch nach einem Getränk gelüstet. Und die ist gut. Ist doch die Kellnerin. Muss er ein bisschen schneller springen? Gut, nein, nicht Krug. Wird. So. Okay. Der hat nichts Besonderes. Gut. Und wir sind immer noch nicht in der Kaserne. Gibt immer so viele interessante Sachen. Am Wegesrand. Zum Beispiel hier unten. Sind nochmal Häuschen. Und jemand, der herumläuft. Und wer das sein könnte, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dann!